also 1200. Oh ja, endlich wird Nickel hier in meinen Sammler reingeschmissen. Endlich. Dann sind wohl die 150 Tonnen oder was da drin war an Steine raus. Von der einen Seite muss ja noch verbunden werden. Jetzt mal gucken. Ah, genau, hier wird Nickel schon ordentlich reingeschmissen. Das wird Zeit, dass es mit einem Lagersystem verbunden wird. Allein schon wegen den ganzen Keys. Okay, da hätte ich eigentlich auch einen kleinen nehmen können. Einen kleinen Frachtcontainer, aber egal. Nickel. Kann ja mal hier einfach eine Tonne Nickel reinschmeißen. So, jetzt wird doppelt Nickel produziert. Kilometer weit ist der Mining-Transport schon weg. Das ist schon irgendwie ziemlich heftig. Und die dort das Spiel wieder verlassen. Was mal wieder nicht ganz so toll ist. Anscheinend hat Dito versucht, in sein Bohrer einzusteigen, ist dann aber gegen die Scheibe geflogen und gestorben und dann reconnected. Das ist Ditos Lebenslauf. Okay, keine Stahlplatten mehr dabei. So, weiter schweißen. Gut, der war fertig. Der Block war fertig. Ditos Bohrer ist fast 100 Meter entfernt. Wie viel? Wie viel Meter das sind? Gleich ist die Landeplattform zusammengeschweißt. Endlich mal. Dann kannst du da deinen Bohrer parken.
einen, wenn du so einparkst, dass da keine, dass da kein Triebwerk auf den Boden kommt, so wie ich mit meinem Bohrer im Einpark, dass der Bohrer dort auf dem Fußboden fast liegt, dann beschädigt das nicht den Boden. So, Plattform fertig. Dann parke ich den Stäbchenbohrer nochmal um. Hallo Leute, es geht weiter. Space Engine, das ist mir eben wieder abgeschmiert. Ja, vorhin. Ich habe ja eben offscreen gearbeitet. Und hier die Plattform wieder zusammengeschweißt. Und hallo Leute, Space Engine, das ist nochmal abgeschmiert. Ich habe das Teil jetzt offscreen dahin bewegt. Gekriegt. Und wir fliegen nie wieder mit diesem kleinen Teil. Na, zumindest momentan erstmal nicht. Weil das Update das schon ziemlich zerstört hat. Man kann also in kleinen Raumschiffen nicht wirklich gut fliegen. So. Naja. Ich habe ja zum Glück vorher nochmal gespeichert. Unser schönes Lagersystem. Motoren haben wir noch 9 Stück dabei. Gut, jetzt fehlen uns wieder nur noch Motoren. Hallo Dito. Geh weg mit deinem Kackbohrer. Gucken. Naja. Ich glaube, bei Dito dauert das noch ein wenig. Okay, bei uns auch, weil wir unbedingt diese verkackten Motoren brauchen. Jetzt habe ich hier Kies im Assembler geschmeißt, wollte ich schon sagen, geschmissen. Raffinerie 3. Ach, ich habe in jeder was reingeschmissen. Ach, habe ich gar nicht. Platin habe ich. Ah, okay. Da schmeißt er hier gerade alleine rein. Das kommt da rein. Die nehme ich mit. So. Und dann geht's wieder ans Schweißen. So, erstmal der große Frachtcontainer. Haben wir noch übrig. Okay, die Tuskan ist kurz weg. Gut, 16 Motoren brauchen wir noch. Stück. Und Dito ist mal wieder da.
Hier, du erhältst mal 1000. Okay, jede Raffinerie verarbeitet jetzt Nickel. Damit das ja ordentlich schnell geht. Dann speichere ich nochmal. Und schmeiße hier einfach noch mal ein paar Blöcke weiter. Wir haben momentan sonst nichts zu tun. Und das Seilbahnprojekt, das verschiebe ich noch mal auf später. Da bräuchte ich dann wieder die Hilfe von Dito. Das Fördersystem muss ich ja auch noch mal ausbauen. Das ist ja mal kaputt gegangen. So. Dann können die Sachen hier aus diesen anderen Bohrern wieder entfernt werden. Und verarbeitet werden. Gut, man merkt, die sind angeschlossen, er schmeißt wieder Steine hier raus. Und ich entferne jetzt diesen Kackscheinwerfer. Und dafür kommt da ein Verbinder hin. Wo ist denn der jetzt? Hier ist der Sammler, dann ist da der Verbinder. Okay, das irritiert mich jetzt ein wenig. Ist das Inventar von den Verbindern jetzt schon leer oder was? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Noch ein Motor und eine Anzeige brauchen wir ja wohl noch. Hier anscheinend. Said it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce, 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 bounce. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'. Yeah. Mac, I'm gone.